kann doch auch beim Test verschiedene Routen geben. Ja, es kann verschiedene Routen geben. Also selbst wenn ich jetzt die entsprechende Zeit rausgesucht hätte, kann es natürlich sein, dass für das Event hier irgendwas noch mit eingebaut. Ach Moment, es kann gar keine PB oder gar kein WR hierfür geben, weil das ja ein Showcase wird. Das heißt, wir werden jetzt nicht das komplette Final Fantasy X von Anfang bis Ende sehen, sondern nur so ausgewählte Abschnitte quasi. Stimmt, und da gibt es dann logischerweise auch in der Theorie keine PB. Welches Also, Event? zum einen, das mit der Schneeballschlacht habe ich gehört. Okay, gut. Und zum anderen, welche, ach so, ich sehe es gerade, PC wird gezeigt. Das wollte ich mich gerade fragen, welche Version da gezeigt wird. Achso, so, und weil du mich unterbrochen hast, okay, jetzt werde ich schon wieder unterbrochen. Hi, PB. Welches Event übertragt ihr als nächstes? Übertragen in dem Sinne, also als Restream das AGDQ Anfang nächsten Jahres, aber wir haben im Dezember auch noch unser Fun-Event. Das geht am 1. Dezember los und wir haben als Platzhalter jetzt erstmal bis zum 12. Dezember reingemacht, aber da kommt es halt darauf an, was wir an Submissions noch haben. So, Mario, wolltest du irgendwas sagen? Oder einfach nur Hallo? Einfach nur, dass ich wieder da bin. Ach so, okay. Sorry, dass ich wieder reingeredet habe. Nein, das ist kein Problem. Das war nur vom Timing her sehr lustig, weil ich die Frage zweimal beantworten wollte und zuerst kam Yuki und hat und dann geredet. Du, ja. Und als ich wieder ansetzen wollte, bist du reingekommen und hast geredet. Oder hast Hallo gesagt zumindest. Ja, du bist höflich im Gegensatz zu mir. So, irgendwie hatte der Timer schon gestartet, bevor die, ja, bevor der Countdown vorbei war. Aber egal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wirklich alles funktioniert. Die hatten nämlich im Vorfeld so ein paar Probleme. Der hatte ursprünglich gut funktioniert. Dann, also das ist so die Geschichte wie es Coda Wilson erzählt hat. Dann ist er ins Flugzeug gestiegen, um in das Testbot-Studio zu fahren. Und als er da angekommen ist, hat nichts mehr funktioniert. Man musste das Spiel erstmal komplett neu installieren und irgendwie mussten die da wohl auch am Bot an sich ein bisschen was wieder umstellen. Hoffen wir einfach mal, dass es funktioniert jetzt. Weil ich denke mal, wenn sie es zeigen, dann wird es schon funktionieren. Wie gesagt, das ist. Genau. Aber wie gesagt, das ist halt ein Showcase. Wir werden jetzt keinen kompletten Run oder so sehen, sondern nur bestimmte Abschnitte aus dem Spiel per Testbot gespielt. Und hier sind wir jetzt in, oh Gott, ich hätte mir den Spieleberater nochmal mit hinlegen sollen. Achso, hier sind wir, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist die Mihen-Route. Ja, genau, die Mihen-Route. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Alles klar, Mihawk. Ah, okay. Aber diese AI, die funktioniert ein bisschen anders als jetzt, also die Test-AI, funktioniert ein bisschen anders, als wir es jetzt eben bei Final Fantasy I gesehen haben. Denn hier kann man den Zufallsfaktor nicht ausschalten, also nicht komplett ausschalten. Und das, was hier programmiert wurde, ist eine KI oder eine AI, die tatsächlich reagieren kann auf die Sachen, die im Spiel passieren. Also eine schlaue KI. Genau. Hier ist nichts vorprogrammiert, in Anführungsstrichen, sondern ja, wirklich, dass ich, da kommt der und der Kampf und die KI weiß anhand des Codes für diesen Kampf, weiß sie, ah, das ist der und der Kampf, jetzt muss ich das und das machen. Also so wie ich gedacht habe, dass es bei dem anderen funktioniert hat, funktioniert. Ach so, ja. Genau. So, what we're doing here, this is going to be the very first thing that we're showing off. We are positioning. Ach, hier werden wir jetzt gleich einen Skip sehen. Also ich höre da jetzt immer so ein bisschen rein, deswegen kannst du mal sagen, dass ich mal kurz leise bin, dass ich dann auf dem Mainstream kurz höre. Okay, wir haben jetzt im Grunde eine Konversation gestartet und sind gleichzeitig in den Kampf gekommen. Und dadurch konnten wir halt einfach quasi aus dem Kampf rausrennen, beziehungsweise sind aus dem Kampf rausgekommen und konnten sofort weiterrennen. Wir haben uns jetzt irgendwo. Ach,
Hier ist irgendwas schiefgelaufen auf alle Fälle. Ja, mein Browser ist abgeschmiert, das ist schiefgelaufen. Okay, aber irgendwas, also wir wollten es jetzt eigentlich sehr exakt positionieren, damit diese Cutscene hier entweder übersprungen wird oder dass wir uns da während der Cutscene einfach bewegen können und wegrennen können. Aber das hat nicht ganz funktioniert gerade. Ja, so it will recover, it will continue doing the same path action that it would have gone if we had control while we were talking. Habe ich vorhin auch wieder angefangen. Wollte im ersten Fight für Tidus 2 Ekstasen holen. Wollte heute nicht so, wie ich wollte. Oh, ja. Ja, so geht es mir jedes Mal, wenn ich Blitzball starte. Ja, Blitzball ist doch toll. Skynet incoming, oh ja. Ich kriege Blitzball tatsächlich nicht hin. Ich brauche Nachhilfe im Blitzball. Wenige geben mir Nachhilfe. Ja, aber nicht jetzt. Also, kann ich aber wirklich mal machen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Es ist eigentlich einfach. Passen die ganze Zeit immer nur hin und her passen und dann ein Tor machen und versuchen, das Spiel auf 1-0 zu halten. Am Anfang. Was wollte ich jetzt? Achso, genau. Also, es ist halt nicht wie Skynet oder dergleichen, so wie das jetzt vom Montag geschrieben wurde. Das ist keine tatsächlich intelligente KI, die hier benutzt wird, sondern einfach eine KI bzw. ein Programm, das halt bestimmte Sachen auslesen kann. Also die Kämpfe, die wir bekommen, die sind an sich zufällig, also anders als in Tests, die man normalerweise kennt. Hier ist es zufällig, allerdings erkennt die KI halt immer, das ist der Kampf oder das ist der Kampf. Und für jeden einzelnen Kampf sind halt bestimmte Schritte einprogrammiert worden. Weiß ich, wenn wir jetzt gegen, ich sag mal als böses Beispiel, gegen zwei Puddinge kämpfen, dann ist die KI so programmiert, dass sie dann halt zweimal zaubert, damit beide Puddinge weg sind. Wenn wir jetzt gegen einen, keine Ahnung, gegen einen von den Sturzgeiern, hießen, glaube ich, im Deutschen, ein Sturzgeier und ein Pudding kämpfen, dann ist die KI darauf programmiert, dass sie einmal attackiert, nicht den Sturzgeier, und dann einmal zaubert. Wenn es jetzt zwei Sturzgeier wären, ist die KI einfach programmiert, zweimal anzugreifen. Und mit jedem Kampf wird halt die das richtige, ich nenne es mal Makro, das kann man so ein bisschen mit Makros vergleichen. Für jeden Kampf wird halt das richtige Makro ausgelöst und dann wird der Kampf halt beendet. Immer wenn jemand sagt, es ist eigentlich einfach, ist es das nie. Nee, in der Theorie ist es einfach, das Ganze dann umzusetzen. Ist natürlich schwer, weil man halt für jeden einzelnen Kampf und für jede Gegnerkonstellation immer ein quasi Makro braucht. Also du kannst dir das so vorstellen, dass du ganz, ganz viele Kombinationen in Zahlen hast. Und jede Gegnerkonstellation ist eine neue Kombination von Zahlen. Und im Endeffekt wird geguckt, was hast du für eine Kombination von Zahlen, welche Aktionen sind möglich und welche Aktionen sind am besten geeignet, um gegen diese Kombination vorzugehen. Und das wird im Endeffekt geprüft. Aber alleine die Aufstellung dieser ganzen möglichen Kombination ist eine unfassbar große Arbeit, die zusammenzutragen und zu erfassen und dann in diesen Bot einzuspeisen. Und im Endeffekt ist das die ganze Zeit eine wiederkehrende Abfrage, die dort geführt wird. Und zwar, dass dieser Bot eigentlich nur die ganze Zeit danach guckt, was ist das, also was passiert gerade? Was für eine Zahl wird da gerade aufgerufen? Oder beziehungsweise was für eine Zahlenkombination wird da gerade aufgerufen? Was für Aktionen stehen mir zur Möglichkeit? Also sprich, ich habe jetzt Kombination A, B, C. Und welche wäre jetzt für diese Konstellation an Zahlen die beste Möglichkeit auszuführen? Nehmen wir an, wir hätten jetzt diese zwei Puddinge, wie Veli das gesagt hatte, da würden wir zweimal zaubern. Und diese zwei Zauber wären dann zum Beispiel Kombination A. So, das heißt, Bot sagt, ich führe jetzt Kombination A aus. Man sieht übrigens auf der linken Seite in diesem, ja, ich nenne es mal Chatfenster, da sieht man tatsächlich immer bestimmte Sachen, die halt in den Bot reingefüttert worden sind. Also ja, Checkpoint und deswegen habe ich das auch gerade gesagt, weil im Endeffekt habe ich nur das übersetzt, was da unten steht. Achso, ja gut, okay. Hätte ich das sagen sollen? Wäre ganz nett gewesen. Nein, also hätte es nicht unbedingt sagen müssen. Übrigens, da war gerade ein Garuda. Ich hasse das Spiel gerade dafür, weil
Es gibt ja hier die Monsterfarm in dem Spiel und es gibt bestimmte Waffen, die haben die Fähigkeit, hieß der Monsterfänger? Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hieß, aber mit der, dieser Fähigkeit kann man, wenn man Gegner dann mit solch einer Waffe tötet, kann man den halt fangen. Und um alles im Spiel zu erreichen, muss man jedes Monster, jede Monsterart 10-mal fangen. Dieser Garuda, der kommt sehr selten und der ist extrem nervig gewesen, ihn 10-mal zu farmen. Weil man, wenn man das erste Mal hier ist, diese Waffe auch noch gar nicht haben kann, kriegt man erst sehr spät im Spiel. Das heißt, ja, man muss dann erstmal zurück und dann halt Garudas farmen. Kann man vorher schon hunderte getötet haben, das bringt dann noch nichts. Darf ich übrigens mal was anmerken? Ja. Also, was ich gerade sehe, ist, dass das Spiel, also beziehungsweise die AI, checkt zuerst, wie ist die Formation. Lustigerweise ist in der Formation, sind zwar nur drei Charaktere angegeben, aber du hast immer noch, wie aus den alten Final Fantasy Teilen, tatsächlich vier Positionen. Also vier variable Positionen vergeben werden. Und der erste Wert ist immer auf null gehalten bei den spielbaren Charakteren, weil da halt keiner ist. Ach, das war ja auch da. Das ist erstmal so das Erste. Zweitens überprüft halt das Spiel erstmal, welche Charaktere sind vergeben, mit welchen Variablen. Und anhand dieser Variablen plus den Variablen der Gegner, die dort aufgeführt sind, wird errechnet, fliehe ich oder kämpfe ich. Das ist das Erste. Dann wird errechnet, welche Attacken werden eingesetzt, beziehungsweise welche Kombinationen werden eingesetzt. Und, ja, das ist im Prinzip so das Vorgang, der Vorgang im Kampf. Was wir übrigens da eben im Menü gesehen haben, das kann ich ja mal kurz erklären, auch wenn es mit dem Test an sich jetzt wenig zu tun hat. Aber für die Leute, die Final Fantasy X gar nicht kennen, die kennen sich ja auch mit dem Level-System nicht aus. Wir haben in dem Spiel ein sogenanntes Sphärobrett, beziehungsweise wir haben die Auswahl zwischen zwei Sphärobrettern. Übrigens, Standard ist das bessere. Da gibt es mehr Felder drauf, auch wenn man es nicht denken würde. Und ja, wir sammeln im Kampf hier keine Erfahrungspunkte, sondern wir sammeln Sphärenpunkte. Und pro Sphärenpunkt können wir uns immer ein Feld auf diesem Sphärenbrett bewegen. Und wir kriegen auch Sphäroiden, also weiß ich, Angriffssphäroiden, Verteidigungssphäroiden und so weiter für alle möglichen Attribute halt. Wir können zum Beispiel mit einem Angriffssphäroiden oder nee, mit einem Stärkesphäroiden, sowas, können wir Angriffs- und Verteidigungsfelder aktivieren, und zwar immer das, auf dem wir stehen, plus die angrenzenden Felder. Und auf diese Art und Weise können wir unsere Werte erhöhen. Es gibt dann später auch noch Angriffsphäroiden mal als Beispiel. Dann können wir leere Felder füllen und die dann aktivieren. Was überlachst du gerade? Oh Gott, ich... Also erstmal, man konnte am Anfang des Kampfes konnte man schon sehen, dass geplant ist, dass Vaifaris gerufen wird. Also das konnte man tatsächlich schon rauslesen, dass geplant ist, Vaifaris zu rufen. Das heißt... Eine Bestie. Genau. Auf Englisch Aeon. Genau. Und... ich habe tatsächlich so die Anfangskombination gesehen und habe mir so gedacht, er wird irgendwann mit Yuna tauschen. Wann tauscht er mit Yuna? Und in dem Moment, wo auf dem Bildschirm zu sehen war, dass Yuna eingewechselt wurde, hat der Bot aber schon den Befehl für Vaifaris gegeben zum Angriff. Okay. Und hat aber gleichzeitig auf den Takt gewartet, dass der Zug ausgeführt werden kann, weil die Animation noch lief. So gut. Okay. Das kann man auch mal erwähnen, das Kampfsystem hier ist ein bisschen überarbeitet worden. Also von Teil 4 bis Teil 9 war ja immer das ATB-System. Also man, jeder Charakter hatte halt mal so einen Balken. Er farmt hier übrigens gerade. Weißt du, was übrigens auch interessant ist? Ja. Nachdem ein Kampf abgeschlossen wurde und sozusagen die Punkte vergeben wurden, steht da Clean Up Complete. Ah, okay. Also sprich, aufräumen komplett. Okay. So. Nee, von Teil 4 bis Teil 9 gab es halt dieses ATB-System, also sprich, dass ja, jeder Charakter einen Balken hatte, der sich langsam aufgefüllt hat, und wenn der voll war, konnte der Charakter dann halt ja, eine Aktion durchführen. In Teil 10 hat man es das erste Mal seit langer Zeit wieder geändert, da gibt es nicht das CTB-System, also Conditional Turn-Based. Und wir haben, Moment, ich warte mal, bis wir wieder in einem Kampf sind, da sieht man es ein bisschen besser. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn wir wieder in den Kampf kommen. Ja. Achso, ja, du siehst es ja auf dem Bot auch, ne? Ja.
So, da sind wir im Kampf. So, und zwar haben wir jetzt, einen kleinen Moment, so, auf der rechten Seite, da sehen wir die Reihenfolge, in der die Charaktere im Moment angreifen. Also jetzt als nächstes kommen halt die zwei Gegner, dann würden, ich glaube, Wacka, Yuna, na gut, Wacka jetzt nicht mehr, weil er tot ist, aber Yuna zum Beispiel angreifen, dann Kimari. Attempting Escape, der flieht wieder. Und du bist übrigens weiter vom Mikro weg. Ja, weil ich unseren Stream gucke, das ist mein Fehler, ich musste mal umschalten. Achso, ja, okay. Nee, ich meinte, du hast eben komisch geklungen, deswegen. Nein. So, und dieses CTG-System funktioniert so, dass wir, also die Reihenfolge, die da auf der rechten Seite steht, basiert darauf, dass jeder Gegner einfach ganz normal angreift. Es gibt aber bestimmte Attacken, weiß ich, zum Beispiel Verteidigung oder bestimmte Aktionen so. Verteidigung zum Beispiel geht schneller als ein normaler Angriff. Dadurch würde die nächste Aktion des Charakters, mit dem wir gerade verteidigen, die würde ein Stück weit nach oben rücken. Auf der anderen Seite gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel Zauber, die dauern länger. Und wenn jetzt jemanden, weiß ich, wir haben die Reihenfolge, sagen wir Tidus, Walker, dann der Gegner und dann wieder Tidus, Walker, Gegner, Tidus, Walker, Gegner. Wenn jetzt Tidus einen Spruch wirkt, dann würde sich die Reihenfolge ändern von, als nächstes wäre ja Wacker Gegner dran und dann wäre plötzlich als nächstes Wacker Tidus Gegner oder Wacker Gegner Tidus zum Beispiel oder McRyan. Ne? Wir sagen nicht Tidus, wir sagen McRyan. Und so funktioniert halt dieses CTB oder Conditional Turn-Based System. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber man kann, wenn man zum Beispiel einen Zauber auswählt, bevor man das Ganze bestätigt, kann man auch schon immer sehen, wie sich das auf diese, auf die Leiste auswirkt. Demo complete, now clicking to control so we can reset. Du klingst übrigens immer noch ein bisschen komisch. Ja, weil ich mich da vorne lehne, weil ich das sonst nicht lesen kann in diesem kleinen Fenster. Ach so, okay. Mach doch Vollbild. Guado-Skip kommt jetzt. Was? Guado-Skip kommt jetzt. Ach so. Hm? Wie der Skip jetzt funktioniert, das kann ich beim besten Willen nicht sagen, aber ja. Ich wusste auch nicht, dass hier Final Fantasy X kommt, lange Zeit. Ich habe mich einfach für den Setup-Block an sich eingetragen. War ganz froh, dass es Final Fantasy X ist, weil ich das Spiel an sich kenne, lange genug gespielt habe. Insgesamt dreimal mit 100%, oder knapp 100%. Er versucht sich in eine bestimmte Winkelposition zu kriegen, hat so lange geklickt, bis die obere Map aufgetaucht ist, hat den Map-Trigger auch aktiviert und jetzt bereitet er den Guado-Skip vor. Okay. Also Guado ist das Gebiet hier. Genau. Und nebenbei bemerkt mal. Da werden wir jetzt storytechnisch aber nicht weiter drauf eingehen, weil das würde also, einfach zu lange dauern. Man sieht übrigens auch da die ganze Zeit, dass da immer steht in diesem kleinen Fenster Awaiting Control Clicking. Und man sieht, dass da immer erst 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, das sind die Takte des Spiels. Und wir warten jetzt auf einen ganz bestimmten Takt, wo die Funktion ausgeführt werden muss. Übrigens, ich bin gerade sehr stolz auf den Chat, dass da keine Witze über die Oberweite von Lulu kommen. Oder über den Namen, weil der Name ist einfach doof. Und ich hätte es vielleicht nicht sagen sollen, weil jetzt geht's eventuell los. Du hast es gejinxt. Ja, muss ich mitleben. Smashen wir B. Oh gosh. Wir haben B gematcht. Das muss ganze 0,8 Sekunden ist das passiert. Das ist jetzt komplett. Jetzt meshen wir wieder B. Da steht auch die genaue Nummer, wie oft wir das meshen müssen. Das sind oh Gott, viel zu viel. Und ja, Guado's been failed. So we're gonna actually miss this skip and that gives us I guess a chance to see the things that we're skipping here. Okay. Irgendwie hat er ist auch kurz darauf eingegangen, warum das jetzt nicht funktioniert hatte. Ich habe aber leider nur die Hälfte verstanden, weil ich ein bisschen zu spät reingehört hatte. Ich habe es aber leider auch nicht gehört.
bin enttäuscht vom Chat, keine versauten Nachrichten? Nee, das wollte ich nicht sagen. Also im Endeffekt war das ein Cutscene-Skip, also er hätte hier die ganze Cutscene skippen können, wäre er durch einen ganz bestimmten Trigger durchgekommen und das hat er versucht, indem er ganz, ganz doll, ganz, ganz schnell gemasht hat. Und es muss aber irgendwie entweder vom Winkel oder vom Timing nicht gestimmt haben. Weil es ist halt eine genaue Winkelposition angegeben und es ist halt eine genaue Timing-Position angegeben. Also muss da irgendwas von daher nicht geklappt haben. Und es müssen ungefähr 200 Inputs gewesen sein, roundabout. Eine ganze Menge. Und versuch mal innerhalb von 0,8 Sekunden 200 Mal eine Taste zu drücken, das klappt nicht. Ich schaff das. Ich hab Street Fighter gespielt, ich krieg das hin. Immer wenn man in einem JRPG eine Cutscene skippt, geht ein Entwickler Sudoku. Sudoku, ja genau. Wir haben da Liebe reingesteckt. Also soll man das sich auch anschauen. Auch das 20. Mal, wenn man beim Boss scheitert. Oh Gott, hör mal bloß auf mit sowas. Ich meine, beim ersten Mal eine Cutscene unskippable zu machen, okay, kann ich mitleben. Ist für Speedruns natürlich doof, aber kann ich irgendwo verstehen. Aber danach sollte man die eigentlich skippen können. Aber ich muss gerade an den S-Counter denken von Spoonie Experiment. Oh Gott, oh Gott. Du weißt, was ich meine? Ja, das macht er echt. Also und er ist sehr, sehr hoch. Steht da halt gerade Demo-Complete, so. Deswegen frage ich mich gerade, ob er es jetzt wirklich noch macht oder ob er, also sprich, ob die KI das wirklich hier macht und hinkriegt. Oh, das Blitz. Mini-Spiel. Deswegen. Seit der PC-Version habe ich damit auch Probleme gehabt, oder in der PC-Version. Aber das ist so, also man muss im Endeffekt für eins der Siegel, die Siegel braucht man für die jeweiligen Ultima-Waffen, für die einzelnen Leute. Jetzt kommt der Just Guy-Skip im Übrigen. Ah, okay. Für die einzelnen Siegel muss man immer bestimmte Aufgaben machen, die zum Teil sehr schwer sind oder sehr langwierig. Und in dem Fall wäre das Siegel für Lulus Spezial- oder Ultima-Waffe gewesen. Da hätten wir 200 Blitzen in Folge ausweichen müssen. Damit haben etliche Leute mal richtig Probleme gehabt. Ich fand es auf Konsole immer relativ einfach, aber bei der PC-Version hatte ich tatsächlich selber ganz schöne Probleme damit. So, hier sehen wir übrigens jetzt auch gerade, wie das Level hier funktioniert. Also, wie gesagt, immer das Kästchen, auf dem wir sind, das können wir aktivieren, plus alle an liegenden Kästchen. Er hat übrigens jede Nummer von jedem Spare ist definiert und er gibt auch genau an, welcher Spare wann aktiviert werden soll. In welcher Reihenfolge. Okay. So, man sieht ja auch schon, überall wo er jetzt langgerannt ist, diese Linien sind dann so bläulich eingefärbt, beziehungsweise kommt immer auf den Charakter an, bei Tidus ist es halt bläulich. Und wenn wir, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, für jeden Zero-Punkt, den wir gesammelt haben, also quasi die Erfahrungspunkte in dem Spiel, können wir uns ein Feld weit bewegen. Felder oder Bahnen, die wir schon gegangen sind, also die so in dem Fall bläulich aufleuchten, da können wir pro ausgegebenen Punkt bis zu 4 Felder weit gehen, also quasi zurückgehen. Das ist nützlich für später, wenn man dann das Vero-Brett nochmal optimieren möchte, wenn man so die leeren Kästchen alle füllen möchte oder, weiß ich, wenn da irgendwo Angriff plus 1 mal dabei ist, das kann man löschen bzw. sprengen und dann da einen Angriffsführer reinsetzen, der dann plus 4 geben würde. Also plus 4 ist das Höchste, was man da immer kriegen kann. Außer bei MP und, also bei HP und MP natürlich. Und morgen kennen. Bin mir gerade übrigens noch nicht sicher, was das für ein Skip jetzt genau ist. Ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, die Skips an sich in dem Spiel finde ich gar nicht. Also er sagt immer, er wartet auf ein, also Checkpoint Reach, das heißt, er hat eine bestimmte Position erreicht und Awaiting Control bedeutet halt, dass normalerweise du halt da eine Button-Eingabe gibst, für die entweder ein Dialog zum Beispiel weitergedrückt wird oder für die irgendeine Kontrolle ausgeführt wird, wie zum Beispiel das Anwählen von einem Menüpunkt unter anderem. So, und da vergehen halt diese Taktungen. Und jetzt im Endeffekt warten wir halt darauf,
Er hat jetzt gerade a rating control, clicking only when appropriate dialogue. Das bedeutet, wir warten jetzt wieder, bis ein neuer Dialog getriggert wird und klicken wieder die Position durch. Also es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass, also zumindest bei den Sachen, die wir bisher gerestreamt haben, das erste Mal, dass so eine Art von Test gezeigt wird. Weil die Tests, die wir sonst sehen, ist halt, die sind halt immer von Anfang bis Ende komplett durchprogrammiert. Also das spielt sich komplett alleine. Hier ist die Besonderheit, dass, dass wir als Spieler immer noch Eingaben machen müssen. Aber bestimmte Sachen werden halt von dem Test übernommen. Also was heißt denn bestimmte Sachen? Der Großteil wird vom Test übernommen, aber wir müssen halt trotzdem immer noch bestimmte Eingaben machen. Zana can try, jetzt folgen jetzt. Oh, okay, das wird interessant. Diese Trials, da gibt es mehrere von im Spiel, die müssen wir auch machen, storybedingt. Und das sind immer, ja, im Endeffekt Rätsel-Dungeons, Rätsel-Tempel, wie auch immer. Hier in dem Tempel zum Beispiel haben wir da verschiedene Formen. Hier sehen so, ja, sehen halt aus wie Tetris-Schweine, wenn man so will. Und jede leuchtende Fliese steht immer für eine dieser Formen. Wir müssen genau die Formen, die vorne abgebildet sind, am Ende aufgedeckt haben. Wenn wir jetzt auf eine falsche Fliese getreten wären, dann hätten wir halt auch eine falsche Form und dann müssen wir dieses eine Rätsel, diesen einen Raum nochmal von vorne machen. Also so ein bisschen auch Memory, wenn man so will. Hier an der Stelle kann man sagen, dass halt jede einzelne Fliese als Checkpoint vordefiniert war. Man hat halt auch genau gesehen, dass jedes Mal, wenn er auf die nächste Fliese gegangen ist, das heißt, wurde halt eingeblendet, Checkpoint Reach, das heißt, er hat genau die Stelle getroffen, die er halt treffen musste. Mhm. Achso, das ist dieser besondere Trial in Seneca, das sind die ganz normalen. Da wurde uns eben angezeigt, welche Formen wir jetzt für das erste Ding machen müssen. Das ist halt ein großer Raum mit ganz vielen Formen. Und da müssen wir jetzt mehrere verschiedene Rätsel nur in diesem einen Raum machen. So, wir halten jetzt gerade ein Spheroid in der Hand. Die sind halt generell in diesen Rätsel-Dungeons immer von einer gewissen Wichtigkeit. Weil wir mit denen halt quasi voranschreiten. Das würde jetzt halt auch den Rahmen sprengen, wenn wir das ganz genau erklären würden. Und das Rätsel hier in dem Fall erstreckt sich sogar über diese beiden Räume, die wir haben. Also einmal der, den wir gerade sehen in der Cutscene, einmal der, in dem Teil es jetzt gerade drin ist. Da müssen wir immer hin und her rennen und dann die entsprechenden Formen daraus finden. Also das hier ist schon wieder mehr so, wie wir es halt auch von Final Fantasy her kennen, dass das halt so ein vordefinierter Weg ist. Genau. Da haben wir auch noch eine von den Formen, die wir brauchen. Wollen wir noch zweimal diese roten, einmal grün? Vini, ich bin mir gar nicht sicher, aber konnten hier auch Zufallskämpfe kommen? Nee, oder? Nein, konnten nicht. Ja. Also generell in den Tempeln. Moment, ich überlege gerade doch in irgendeinem. Ach, hier bei Shiva, in dem Shiva-Tempel. Da kommt. Nee, Quatsch. Nee, davor war das. Das war aber nicht im Tempel selber. Ich überlege gerade, konnten in irgendeinem Zufallskämpfe kommen? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber hier definitiv nicht. Ich weiß es halt auch nicht mehr, deswegen habe ich gefragt, weil es sieht zumindest nicht so aus, als ob da irgendwas für die Kämpfe vordefiniert ist, weil es ist die ganze Zeit nur Wegeingaben und Koordinaten. Nee, also hier definitiv nicht in diesem Bereich, in diesem Tempel. Ich weiß, ja gut, technisch gesehen zählt das auch noch zum Tempel, aber in, oh Gott, wie hießen die große Stadt? Wo Yuna dann Luca? Auch scheinbar heiratet. Was? Nee, nicht Luca, das ist nicht Luca. Nee, Luca ist das am Anfang. Bevel. Ich bin gerade einfach von dem Puzzle ein bisschen verwirrt. Oh, okay. Ja, im Grunde, du siehst ja, im Moment sieht man es gerade nicht. Ah, da sieht man so ein bisschen was, da sind auch so verschiedene Formen eben zu sehen gewesen.
Moment, jetzt sieht man es gleich nochmal. Und zwar hier, so wie so eine Tetris-Steine. Ja. Und jede der Fliesen, auf denen so ein Licht leuchtet, hat immer eine Form drin, also Intus. Und wenn wir darauf treten, können wir die Form aktivieren. Wir müssen halt alle Formen, die da hinten jetzt auf dem Bildschirm zu sehen sind, die müssen wir halt aufdecken. Ah. Wir müssen jetzt zum Beispiel viermal so ein rotes Ding haben. Einmal grün, zweimal dieses blaue, aber natürlich auch in verschiedenen Positionen jeweils. Und wenn wir die alle haben, dann haben wir das eine Rätsel geschafft. Wir müssen hier insgesamt 6 so eine Rätsel machen. Also der Test weiß natürlich ganz genau, welche Fliesen da rauf muss, aber wenn man es halt so casual das erste Mal vor allem spielt, muss man halt einzelne Fliesen ausprobieren und gucken, was war da nochmal für eine Form hinter, und muss man sich halt einfach merken, bei welchem Licht welche Form kommt. Ich würde mir das einfach aufmalen. Oder so, ja. Also ich wäre ich wollte gerade sagen, ich habe das Lösungsbuch da, aber ich hätte es mir wahrscheinlich beim ersten Mal auch erstmal so probiert und aufgemalt. Wow. Ich will den Testbot als Fliesenleger. So, hier haben wir jetzt super Muster legen, wenn du es ihm vorher einprogrammierst. Da haben wir jetzt auch so ein paar, besondere Spheroiden gesehen, also für das Spherobrett, die Spheroiden. Es gibt halt viele verschiedene Spheroiden in dem Spiel, deswegen ist das immer ein bisschen verwirrend. Wir haben jetzt eben zum Beispiel ein Freundschaftsspheroiden genommen oder benutzt, und mit dem können wir, wir leveln ja jetzt Yuna gerade auf dem Spherobrett, und mit dem Freundschaftsspheroiden konnten wir uns auf ein Feld teleportieren, auf dem ein befreundeter Charakter steht. In dem Fall war es, glaube ich, Wacker. Also Yuna ist dann halt zur Position von Wacker auf dem Spherobrett teleportiert und hat dort halt ein paar paar Statusverbesserungen sich geholt. War gerade nur bei mir kurz der Stream abgekackt. Ich weiß es nicht. Ich gucke den Mainstream. Also bei mir läuft alles in Ordnung. Hm? Okay. Ja, bei mir war auch alles in Ordnung. Und dann war es wahrscheinlich tatsächlich bei dir. Vielleicht hat das Internet einen kurzen Aussetzer gehabt. Oder halt Daily Disconnect oder so. Wer weiß. So, gut. Wir haben Bahamut vor uns. Bahamut haben wir gerade beschworen. Genau, Entschuldigung, mein Fehler. Beschwörungen funktionieren hier, wie fange ich da am besten an mit der Erklärung? Also auf alle Fälle kann nur Yuna die Kreaturen beschwören. Und wenn wir eine Kreatur beschwören oder eine Bestie beschwören, so, dann verschwinden alle anderen Charaktere aus dem Kampf. Yuna technisch gesehen auch. Sie steht zwar noch da, aber sie kann nicht angegriffen werden, kann selber auch nicht angreifen. Und wir kämpfen im Grunde nur mit der Bestia. Und die Bestia, die können wir auch aufwerten, indem wir den Spheroiden verfüttern. Was allerdings extrem aufwendig sein kann. Also wenn man alle Bestia auf Höchstwerten haben will. Ich habe es mal durchgerechnet. Bei einer durchschnittlichen Droprate in der Monsterfarm, da kann man am besten farmen, würde man, ich glaube, ein bisschen was über 2 Jahre am Stück spielen müssen, um alle Bestia auf Maximalwerte zu kriegen. Ja, ich hatte ungefähr so 200 Spielstunden und ich habe es gar nicht erst probiert. Ja, ich auch nicht. Also ich habe es, ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte in der PS2-Version, da hatte ich 2 Spielstände, musste halt irgendwann nochmal neu anfangen, weil ich mir komplett neue PS2 irgendwann mal geholt hatte. Und da hatte ich einmal 400 und einmal 300 Spielstunden. Und in der Steam-Version weiß ich es jetzt nicht, ich glaube so um die 150, da konnte man ja auch die Geschwindigkeit erhöhen. Und deswegen hatte ich da halt nicht ganz so viel Zeit, aber ja, insgesamt sind auch schon an die 1000 Stunden gewesen. Also wenn man jetzt kommt übrigens Demo Eckhand. Jetzt kommt Demo Eckhand. Also Eiersuche. Ach so. Ah ja, stimmt, hier gibt es wie waren das hier nochmal? Wir müssen wenn es das ist, dann müssen wir immer so verschiedene Kreaturen zusammenbringen. Nee, das ist aber was anderes hier.
Oder? Ich muss mal rein, also ich muss mal kurz abwarten. Aber wenn es das ist, was ich jetzt im Kopf habe, dann gibt es hier so ein Rätsel in Anführungsstrichen. Da müssen wir so eine Kreaturen immer zusammenführen. Da gehören immer zwei zusammen. Nee, ist es aber nicht. Das verwechselst du, glaube ich, gerade in 10-2 mit der Affenpaarung. Ja, ja. Nee, ich meine, in 10, also in dem 10er gibt es auch sowas in der Art. Nee, das ist aber kurz vorm Ende des Spiels hier. Das ist ein Gebiet, da hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es gibt Nemesis-Percent. Da ist der Weltrekord immer noch bei über 20 Stunden, also eine sehr lange Kategorie. Und hier müssen wir diese Eier finden. Wir müssen aber diesen Zapfen da, diesen, ich nenne sie mal Eiszapfen, ausweichen. Immer wenn wir einen von denen berühren, da sieht man es jetzt gerade, kommen wir in einen Kampf rein. Und das sind ziemlich harte Gegner hier an der Stelle. Und irgendjemand hatte mal bei Nemesis Percent hier das Pech gehabt, dass er versehentlich in so ein Ding reingerannt ist. Und dann ein Morbul als Gegner hatte. Morbul hat als Attacke schlechter Atem, Bad Breath. Und sie ist früher Marlboro, da macht der Name dann auch, oder auch die Attacke, viel mehr Sinn. Der heißt, glaube ich, im Englischen immer noch so. Weiß ich jetzt nicht genau, kann aber sein. Er wurde, glaube ich, nur im Deutschen umbenannt, wegen der Referenz zur Zigarettenmarke. Okay. Auf alle Fälle hat dieser Morbul in der ersten Runde sofort Bad Breath oder schlechten Atem gemacht und der gibt uns alle möglichen Zustandsveränderungen. Ja, und plötzlich war der Run nach, ich glaube zu dem Zeitpunkt waren es dann 24 Stunden, da war der Run plötzlich vorbei, weil wir im Kampf de facto gestorben sind, weil wir verwirrt waren, vergiftet und wir haben uns quasi selber getötet. Sowas kann mal passieren. Ja, und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann so einem langen Run. Ja. Aber der Runner hat es mit Humor genommen. Also der war da jetzt nicht irgendwie angefressen deswegen, sondern der konnte selber drüber lachen. Ich glaube, das kannst du auch nur mit Humor nehmen, weil sonst kannst du das Spiel nicht runnen. Nicht in dieser Kategorie. Weil man muss auch dazu sagen, es war halt sowieso schon über seiner PB zu dem Zeitpunkt. Und natürlich auch über Weltrekord dann. Also er hätte sowieso nicht großartig was davon gehabt. Ja, klar. Und so zum Üben, in Anführungsstrichen, er ist ja quasi am Ende gewesen. Und man sieht es ja jetzt hier auch, das ist das Gebiet direkt nach dieser Eckhand, nach dieser Eiersuche, die wir da eben gemacht haben. Hier müssen wir jetzt nur nach vorne rennen und dann wären wir schon im finalen Bosskampf. Der übrigens auch nicht allzu schwer ist. Also da gibt es deutlich härtere Kämpfe in dem Spiel. Ich sag nur die schwarzen Bestien. Genau. Und hast du Penance, beziehungsweise den Richter, hast du den mal regulär besiegt? Nein, ich bin bei dem Bestia-Trio bin ich gescheitert. Ach so. Da habe ich dann irgendwann, hatte ich denn da meinen Spielstand pausiert, Final Fantasy 12 gespielt und dann war meine Memory Card weg. Oh, nö. Das ist bitter. Das war halt genau diese Situation, über die wir gesprochen hatten. Ja, Mann. Und dann habe ich Final Fantasy 10 nie wieder so weit gespielt. Okay, ja gut. Das wollte ich halt mal machen, jetzt mit der PlayStation 4-Version, die ich ja jetzt besitze, aber das habe ich bisher auch wie Final Fantasy 12 vielleicht so ein bisschen aufgeschoben. Okay. Ja, aber es ist ein schönes Spiel. Kann man auch heute noch gut spielen. Also von der Story her jetzt vielleicht nicht so, das ist ganz schön kitschig teilweise. Ich meine, ich sag mal, 10-2 ist trotzdem noch deutlich schlimmer in der Hinsicht. Rein von Spielmechaniken, mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß und man kann verdammt viel Zeit da investieren. Oh, ich sehe gerade, der Nightbot ist wieder live. Oh, wow. Nightbot ist aufgewacht. Oh, eigentlich müssten wir den jetzt in Daybot umbenennen, ne? Ja. Da schläft der ja nachts. Oh, komm, der war jetzt nicht so schlecht. Da will das doch spontan kommen. Du hast aber auch schon mal bessere gebracht. Ja, gut, okay. Obwohl, wenn soll ich mal kurz Regie übernehmen, dann ist der Nightbot eh wieder weg. Nee, lass mal. Ich glaube, Yuki ist ja ganz froh drüber. Ja, gut. Er darf ruhig online bleiben. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Interessantes zu dem Spiel zu sagen gibt. Ja, schaut euch das Spoon-Experiment an. Das Video von ihm, dann kapiert ihr auch das mit dem Mac Ryan vorhin. Weil der hat seinen
Charakter, also hier Tide ist tatsächlich Mac Ryan genannt und da ist mir das mal aufgefallen. Der sieht wirklich aus wie Mac Ryan. Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr übersehen. Der Vogel ist auch da, wie ich gerade sehe.